Komm, komm und bring die Pralinen mit, bitte. Ah, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Setz dich zu uns. Willkommen auf unserer Couch. Du hast ja jetzt gerade so eine schöne Schachtel Pralinen bekommen. Ja, wow. Das passt eigentlich zum Thema. Auf dieser Couch sitzt nun Schweiz, Belgien, zwei Länder, die mir so sympathisch sind, nicht nur kulinarisch. Ihr habt ja diese bösen Dinger in Belgien. Ich weiß, diese Pralinen, die in diesem Seepferdchenform da. Hm, ja, oh. die sind auch sehr gut. Aber ja, ich glaube, so zusammen mit der Schweiz haben wir sehr gute... Ich hab gerade gesehen, das ist Schweizer Schokolade, ja, doch. Gell? Ja, Schweizer ja, Schokolade. Okay. Schweizer Aber das Schoki. Ist jetzt hier was ganz Feines. Marc de Champagne ist da drin. Darfst du nicht so viele Kugeln auf einmal essen? Ja. Christoph, du bist ja auch oft in deiner Heimat in Belgien unterwegs. Was ist der Unterschied zwischen dem Publikum in Belgien und in Deutschland? Na, eigentlich... Das Unterschied ist eigentlich die Musik, weil Schlager in Belgien ist Stimmung, Party, Polonaise, mitklatschen, mittanzen. Und in Deutschland gibt es natürlich verschiedene Genres von Schlager. Und das ist natürlich ein bisschen das Unterschied. Aber trotzdem ist das Publikum auch in Belgien und natürlich auch in Deutschland sehr, sehr süß. Aber wir haben das süßeste Publikum der Welt heute ich, Abend. Das hast du schon gemerkt, ne? Ja. Vielen Dank, Christoph. Christoph, nimm Platz auf unserer Schlagercouch. Weil geht's ja auch so, wenn du oft unterwegs bist, das schönste Hotel, auf das man sich dann wieder freut, ist... Ich bin die letzten Tage sehr oft unterwegs gewesen, weil wir haben eine riesige Sendereise gemacht für das neue Album. Und ich bin von meiner Plattenfirma sehr verwöhnt gewesen. Weil, das heißt, dass immer gute Hotels Ja, sie gab. Haben sehr schöne Hotels für mich ausgewählt. Ja. Aber du solltest meinen Satz vervollständigen gerade. Wenn man lange unterwegs ist, das schönste Hotel, auf das man sich dann richtig freut, ist... Das eigene Hotel zu Hause, das eigene Haus, die eigene Wohnung. Ja. Wie lebst du in Belgien? Ich lebe ganz im Center eigentlich. Ich wohne Stadt? Bei Gent. So, das ist eigentlich nicht so weit von Brüssel, so 30 Minuten. Eigentlich ist in Belgien nichts so weit weg voneinander. So, wenn du eine Stunde fährst, bist du durch Belgien. So, alles ist ganz in die Nähe. Ja. Kannst du denn, hast du da einen Überblick, wie oft bist du denn überhaupt noch zu Hause? Wie viele Wochen im Jahr? Letztes Jahr habe ich insgesamt 6 Monate im Hotel geschlafen. Halbes Jahr nur zu Hause. Ja. Aber wir finden es toll, dass du oft unterwegs bist und dass du heute hier bei uns bist. Christoph, vielen Dank. Dankeschön.